Hey, willkommen auf meinem Kanal, meine Freunde. Heute erkläre ich euch, wie man in Schneemap kommen kann. Das heißt, ein Flugzeug fliegt euch darüber. Und zwar, bei dieser Stadt, es leben Leute. Es fahren Autos rum. Das heißt, die Stadt ist nicht tot. Es ist richtig nice gemacht. Und zwar, den Link findet ihr einfach in der Videobeschreibung. Einfach hier draufklicken. Ich habe das mittlerweile schon installiert. Wenn ihr das auf dem Desktop habt, wieder auf Start, Computer, Datenträger, Programme, Rockstar Games, GTA 5 und einfach hier reintun und das Großteil war das auch schon. Die es unter euch bei GTA 5 nicht da haben, wo ich habe, ich habe mal in die Videobeschreibung ein paar Beispiele gemacht, wo es euch sein könnte. Wenn nicht, müsst ihr einfach gucken, hier bei Suchen eingeben oder einfach darauf achten, wo ihr es installiert habt. Okay, ich würde sagen, wir starten mal kurz schnell GTA 5. Wir sehen uns gleich in den Spiel drin. So, habt ihr endlich GTA 5 gestartet? Dann müsst ihr jetzt nur noch einen Flughafen gehen. Unten links seht man, dass ein Flugzeugsymbol ist. Einfach durch diese Tür gehen und ein paar Sekunden warten gleich. So, jetzt einfach schnell einfach weggehen. Wenn ihr länger da stehen bleibt, fliegt ihr wieder zurück. Man sieht zum Beispiel, hier fährt ein Auto rum. Abo, laufen abends auch Menschen rum. Habe ich bis jetzt leider nur zwei gesehen, aber ja, scheiß drauf. Trotzdem finde ich es geil, die Stadt lebt wieder. Es fahren Autos rum, manchmal sieht man Menschen hier rumlaufen. Ich finde es richtig nice gemacht. Rufen wir mal kurz ein Fahrzeug. Nehmen wir mal kurz den hier. Wie gesagt, ich finde es extrem richtig geil. Ich hoffe, es kommt noch mehr raus in die Stadt hier. Wie gesagt, die Stadt muss einfach leben. Ich hoffe, hier fährt einmal ein Zug rum oder sowas in Art. Wie gesagt, meine Freunde, großer war das von mir eigentlich. Ich wünsche noch viel Spaß auf meinem Kanal. Haut rein, euer Chris. Bis ab. Ciao.